der kanadische Sänger und begehrte Teenie-Schwarm Justin Bieber, 24, Friends, hat seine Verlobung mit US-Model Hailey Baldwin, 21, offiziell bestätigt. Allein auf Instagram wurde sein langer Post, in dem es unter anderem heißt, Gottes Timing ist einfach perfekt, wir haben uns am 7. Tag im 7. Monat verlobt, innerhalb kürzester Zeit über 10 Millionen Mal geleakt. Auf Instagram hat der Popstar über 101 Millionen Abonnenten, auf Facebook über 78 Millionen Follower. Doch was halten seine überwiegend jungen, weiblichen Fans von der Verlobung des Stars? Die Spottfraktion. Dass sich Bieber und Baldwin nach verhältnismäßig kurzer Zeit als Paar verlobt haben, dafür haben einige Follower nur Spott übrig. So ist zu lesen, ich werde einen Screenshot davon Biebers Post, Direkt machen und diesen nächstes Jahr postern, wenn die Scheidung auf DMZ-US-Promi-Nachrichtenportal bekannt gegeben wird. Vergleiche mit der Blitzverlobung von Ariana Grande sind auch zu lesen, Ariana Grande hat sich mit Pete Davidson nach 3 Beziehungswochen verlobt und jetzt hat sich Justin Bieber mit Hailey Baldwin verlobt, einige Wochen, nachdem sie wieder zusammengekommen sind. Wer ist als nächstes dran? Justin Bieber und Hailey Baldwin, die Tochter von US-Schauspieler Stephen Baldwin, 52, die üblichen Verdächtigen, sollen seit rund einem Monat wieder ein Paar sein. Anfang 2016 waren sie schon einmal ein paar Wochen lang zusammen. Die religiösen Fans. Doch es gibt auch Follower, die sich für den Künstler freuen. Sie beziehen sich vor allem auf die religiösen Sätze in Biebers Verlobungspost. Unter anderem schrieb er, ich verspreche, unsere Familie mit Ehre und Integrität zu führen und Jesus durch seinen Heiligen Geist uns führen zu lassen, in allem, was wir tun und in jeder Entscheidung, die wir treffen. Ein Follower kommentiert, preise Gott, Justin. Gott die ganze Ehre zu geben. Was für ein tapferer Mann, der in dieser Welt für den Glauben einsteht. Gott segne diese Verbindung. Großes Mitleid mit Selena Gomez. Du bist die Liebe meines Lebens, Hailey Baldwin, und ich würde es mit niemand anderem vorbringen wollen. Sätze wie diese hört sich ja niemand gerne aus dem Mund des Ex-Freundes. Wie es Selena Gomez, 25, Biebers Langzeit ohne Freundin, Dame geht, ist nicht bekannt. Ein Großteil seiner Fans geht aber offenbar davon aus, dass sie an der Verlobung zu knabbern habe. Sie schreiben sich ihr Mitleid mit unzähligen weinenden Smileys von der Seele. Ich war so geschockt. Ich dachte, du und Selena kommen wieder für immer zusammen. So schnell, Justin? Du kennst Hailey doch gar nicht gut, sorry, aber ich fände es besser, du wärst mit Selena zusammen. Andere sehen dagegen einen großen Kelch, der an Gomez vorübergegangen ist, Selena verdient mehr als einen Justin. Sie verdient einen Mann, der sie endlich glücklich machen kann und der sie liebt. Eine weitere Userin schreibt offenbar in Anspielung auf ihre Nierentransplantation im vergangenen Sommer, sie verdient so viel Besseres, nach all dem, was sie durchgemacht hat. Die Promis gratulieren. Bei aller Emotionalität gibt es aber auch ganz klassische Reaktionen. Hotelerbin Paris Hilton, 37, kommentierte beispielsweise schlicht, Gratulation. Sie selbst hatte sich Anfang des Jahres mit Schauspieler Chris Zoelker, 33, verlobt. Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton, 33, schrieb, Gratulation Bro.